Was geht ab, Leute? Hier ist Tecmo. Willkommen zu einem neuen Video hier. Es ist jetzt eine Weile her, seit dem letzten Video. Ich habe inzwischen ein paar Mal die Shorts-Funktion von YouTube ausprobiert. Das ist im Prinzip eine Art Konkurrenz zu TikTok und zu Instagram Reels von YouTube. Sie ist noch nicht in Deutschland eingeführt, aber man kann die Funktion immer mal wieder benutzen, indem man die Hashtag Shorts eingibt, ein vertikales Video unter 60 Sekunden hochlädt und dann wird sie automatisch in diesen kurzen Videos, so heißt es auf Deutsch, Bereich angezeigt. Und das Ganze funktioniert dann random oder je nach Algorithmus. Aber das ist nicht der gleiche Algorithmus, der für die normalen Videos verwendet wird. Ich dachte, ich probiere das mal aus und habe so ein, zwei kurze Videos gepostet von Drohnenflügen von früher, von der Mini 1 und 1 von der Mini 2. Also ein Video von der Mini 2. Ich hatte ja ein Video online gestellt, wo ich darüber geredet habe, dass sich für Mini 1 Besitzer die Mini 2 eigentlich so gesehen nicht so wirklich lohnt. Was aber nicht bedeutet, dass sie schlecht ist oder so, sondern einfach nur, dass die Mini 1 einfach gut ist. Die, die den Kanal verfolgen, wissen, dass ich die Mini 1 verloren habe. Die habe ich gecrashed. Hier ungefähr sollte gleich ein Banner kommen. Da könnt ihr draufklicken und das Video anschauen. TechVlog 3. Da bin ich in die Schweiz gefahren und habe meine Drohne verloren. Und dann sitze ich eines Tages vor meinem Computer. Ich bin natürlich immer noch traurig, dass ich das Ding verloren habe und kein neues mehr bekommen, weil sich dann in der Zwischenzeit auch noch DJI bei mir gemeldet hat. Und die gesagt haben, ja, geht leider nicht. Du musst dir dann ein neues kaufen für 250 ohne Mehrwertsteuer. Also zuzüglich Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer wären in dem Fall auch nochmal ungefähr 45 Euro. Also so roundabout 250 bis 300 Euro, je nachdem. Für mich war klar, irgendwann mal in der Zukunft, vielleicht nach einem halben Jahr, vielleicht einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen später, mir eine andere holen. Also ich werde mir nicht nochmal die Mini 1 holen, weil das einfach viel zu teuer wäre. Und also für mich im Prinzip wäre das in dem Moment viel zu viel Geld. Und da schwelge ich nun so in meiner Trauer und dann bekomme ich eine Nachricht von meinen engsten Freunden und ich blende die Videonachricht einfach mal ein und ihr könnt selber schauen. Hi Murat, wir haben dein Video geguckt und waren ziemlich schockiert. Du hast deine Drohne verloren. Oh nein! Und deswegen dachten wir, um dich aufzumuntern, schicken wir dir einfach ein Video von uns zusammen. Ja. Das hilft bestimmt. Nein, Spaß. Nein, wir wollen dir dabei helfen, dass du mehr geile neue Videos machst. Hoffentlich so lustig wie die letzten. Und deswegen wird zusammengelegt und es reicht hoffentlich für eine neue Drohne für dich. Für die 2! Für die DJ Mini 2, genau. DJ Mini 2. Was läuft? So, Murat, ich hab's gesehen. Falsches Schuhwerk hattest du. Sonst hättest du die Drohne gefunden. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja, dass deine Movies weitergehen. Und deswegen unterstützen wir dich da ein bisschen. Bis dann. Ciao, ciao. Also Murat, da du ja fatalerweise deine Drohne geschrottet hast und wir jetzt mal von dem Alternativplan ausgehen müssen, dass du als professioneller YouTuber uns die Millionen in die Familie bringst, können wir das nicht auf uns sitzen lassen und haben beschlossen, dass du hier von uns einen Griff unter die Arme verdienst und auch dringend benötigst, um unser aller Willen. In diesem Sinne, such dir was Schönes aus. Viel Spaß damit. Wir freuen uns aufs nächste Video. Ciao. Ich war danach auf jeden Fall etwas durcheinander, aber auch extrem glücklich. In dem Video geht es im Prinzip darum, dass sich meine Freunde mein letztes Video, also das TechVlog 3, angeschaut haben und mit mir gefühlt haben, wohl die Trauer an mir angemerkt haben, was ich eigentlich im ersten Sinne nicht so rüberbringen wollte, denn ich war eigentlich sehr, sehr traurig, aber ich habe gedacht, ich hätte versucht oder ich habe gedacht, ich zeige das jetzt nicht so extrem in dem Video, aber offensichtlich, wenn man jemanden gut kennt und wenn es gute Freunde sind, dann erkennen die das auch tatsächlich, dass es einem dann wirklich traurig gemacht hat in dem Fall. Auf jeden Fall haben die sich zusammengetan
und mir die DJI Mini 2 geschenkt. Ein unglaublich rührendes Ereignis für mich. Hier nochmal vielen herzlichen Dank an Harvey, an Anna, an Chris und Merlin, an Adrian und Paul. Das sind meine engsten Freunde, die das dann zusammengelegt haben und mir dann die neue Tone besorgt haben. Ich war sehr, sehr gerührt. Es war ein toller Moment. Ich wirklich extrem dankbar bin, solche Freunde zu haben, die an jemanden denken. Und dabei geht es nicht unbedingt um das, was es jetzt war, sondern es geht auch viel mehr darum, dass man sich Gedanken macht, was hat ihn jetzt in dem Moment vielleicht traurig gemacht. Ich hatte weder Geburtstag noch war Weihnachten oder Ostern oder Yom Kippur oder ne, es war einfach gar nichts, es war ein ganz normaler Tag. Und für was sie zusammengelegt haben, sehen wir jetzt.